kommt ja wieder mit. Das ist Gestein. Ja, das kann auch aufmerken, dass du halt drauf. Den Rest können wir noch kippen. Ja, ihr Fantasie sind keine. Passt das jetzt für die Fotografen? Okay, dann fangen wir. Wir stehen deshalb heute hier, um deutlich zu machen, ein Zeichen zu setzen, dass Freihandelsverträge wie das EU-Mercosur-Abkommen beruhen auf dem veralteten Wachstumsparadigma, welches BäuerInnen weltweit in die industrielle Massenproduktion zwingt. Dabei ist uns längst bekannt, dass wir eine sozial-ökologische Agrarwende dringend benötigen. Und die Bundesregierung hat als Aufgabe, diese Agrarwende in den Weg zu leiten. Es ist also für uns unverständlich, wie eine Regierung, die von Grünen sowohl im Wirtschafts- und Klimaressource als auch im Landwirtschafts- und Ernährungsministerium geführt wird, uns ungefragt in so eine Sackgasse führt. Warum handelspolitisch und auch umwelttechnisch dieses Abkommen uns also eigentlich in den Misthaufen gehört und warum das Netzwerk heute den Schulterschluss mit der bäuerlichen Bewegung sucht.